da im Auto und wir werden uns jetzt mit dem Thema Einparken in eine Parkbox beschäftigen. Das heißt, irgendein Parkplatz beim Einkaufen oder manchmal hat man auch in der Stadt so nur Parkboxen zur Verfügung. Und dann ist das Einparken ganz klein bisschen anders. Ja, es geht jetzt darum, die richtige Parklücke zu finden. Und ich persönlich suche mir immer ganz gerne eine Parklücke aus, direkt, wo ich direkt neben ein Auto einparken kann, weil ich da halt einen direkten Anhaltspunkt habe. So, ich habe hier gerade eine Parklücke gefunden, das ist jetzt zwischen zwei Autos. Ich mache frühzeitig den Blinker an, damit die Leute hinter mir auch wissen, dass ich hier einparken möchte. So, dann fahre ich erstmal an der Parklücke komplett dran vorbei, damit ich halt auch den Radius habe, hinterher um einzuparken. So, ich nehme hier jetzt als Anhaltspunkt das erste Auto. Ich bin mit der letzten Ecke von meinem Kofferraum auf Höhe des Emblems von dem Auto, wo ich jetzt einparke. Ich fahre alles, ich mache alles wieder langsam in der Bewegung. Ich habe schon komplett eingedreht und wenn ich jetzt hinten rausgucke, sieht so aus, als ob ich gegen das Auto fahren würde. Aber in meinem rechten Außenspiegel sehe ich, dass da halt deutlich, also dass da ausreichend Abstand ist. Deshalb überprüft immer wieder die Abstände über die Außenspiegel. Das gleiche mache ich eben auf der linken Seite. Da sehe ich auch, dass das Auto in die Lücke reinkommt. Also ich habe auf beiden Seiten viel Platz. Immer wieder den Kontrollblick nach hinten nicht vergessen und auch den Kontrollblick nach vorne. Nach vorne orientiere ich mich, ob das Auto gerade ist oder nicht. Viele orientieren sich anhand der parkenden Autos rechts oder links, ob man gerade in der Parklücke steht. Das ist nur bedingt möglich, weil meistens stehen die Fahrzeuge nicht, also was heißt meistens, aber oftmals stehen die Fahrzeuge nicht 100% gerade. Deshalb ist es schwer, sich an anderen parkenden Autos zu orientieren. Also man guckt einfach nach vorne und weiß, okay, jetzt stehe ich hier gerade in der Parklücke drin. So, jetzt stehe ich zwischen zwei Autos und Abstände sind, ja, ich würde sagen, ideal. ich könnte wunderbar ein- und aussteigen. Es kann aber durchaus sein, dass ich vielleicht auf der einen Seite ein bisschen näher dran bin als auf der anderen Seite und ich das gerne angleichen möchte. Das ist überhaupt kein Problem. Das Korrigieren ist viel, viel einfacher, als wenn ich jetzt vorwärts reingefahren wäre. Ich möchte jetzt einfach noch ein Stückchen weiter nach rechts. Dabei fahre ich aus der Parklücke raus und beim Rausfahren bewege ich schon das Auto in die Richtung, wo ich hin möchte. Ich möchte also etwas weiter nach rechts, lenke also auch schon nach rechts. Das reicht allerdings nicht aus, sondern ich fahre dann auch automatisch schon ein bisschen nach links, damit das Auto gerade ist. So, und in dem Moment, wo das Auto gerade ist, fahre ich dann einfach wieder ein Stückchen gerade zurück. Ja, kontrolliere wieder in den Seitenspiegeln, wie die Abstände so sind. Und jetzt stehe ich halt ein bisschen weiter rechts. Für meinen Geschmack jetzt gerade in der Parklücke wäre ich zu weit rechts. Könnte das also Ganze nochmal angleichen. Man kann das auch auf der anderen Seite machen. Also ich fahre aus der Parklücke raus, etwas nach links drehen, damit das Auto die Front sich schon nach links bewegt. Jetzt drehe ich das Lenkrad nach rechts, um das Auto wieder gerade zu positionieren. Ich gucke jetzt schon, bevor ich zurückfahre, in die beiden Außenspiegel. Wie sind die Abstände? Ist rechts ein bisschen mehr Platz als links? Und dann dementsprechend fahre ich entweder nach rechts, um nochmal näher an das Auto heranzukommen. Oder wenn ich schon richtig gut stand und auf beiden Seiten den gleichen Abstand hatte, dann lasse ich mich einfach gerade in die Lücke wieder zurückrollen. Ja, und dann wäre ich auch schon fertig mit meinem Parken.